Hallo, wer hat Lust auf einen neuen Tag, in dem ich euch mitnehme und euch zeige, was ich so von morgens bis abends alles Veganes gegessen habe? Ich hoffe, da sind wieder ein paar schöne Ideen und Inspirationen für euren Alltag mit dabei. Vielleicht inspiriert es euch ja auch mehr pflanzlich zu essen. Das kann nämlich einfacher sein, als man vielleicht denken könnte und vor allem auch sehr natürlich und unverarbeitet. Wir starten wie immer mit dem Frühstück. Und zwar gab es hier für mich einen süßen Start in den Tag und zwar mit diesem Pudding, könnte man sagen. Allerdings auf Grundlage von Bananen. Ich gebe ja immer ganz gerne noch so Nüsse, Samen und Kerne mit hinzu. Außerdem kam hier noch schön schokoladiges Kakaopulver mit rein. Den nehme ich mal ganz gerne so Backkakao, weil der nicht noch zusätzlich gesüßt ist und der macht dann immer so einen schönen, herben, leicht bitteren, kakaoigen Geschmack. Und durch die Leinsamen deckt das Ganze noch so ein bisschen an, weil die haben ja auch so eine quellende Eigenschaft, genau wie Chiasamen, sind aber noch ein bisschen regionaler. Als Topping könnt ihr da gerne nehmen, was ihr möchtet. Ich habe jetzt zum Beispiel Beeren und noch ein paar Sonnenblumenkerne und Studentenfutter genommen. Und als herzhafte Alternative gäbe es ein Gemüseporridge. Ist vielleicht mal was anderes, als man normalerweise kennt, aber das müsst ihr unbedingt mal testen. Und dann sind wir auch schon beim Mittagessen angekommen. Da gab es wieder die Kokos-Karottensuppe für mich mit diesem gerösteten Topping. Ich sage wieder, weil ich das Ganze gestern schon zum Abendessen gegessen habe. Wenn ihr nämlich zum Mittagessen die herzhafte Alternative nehmt, dann kocht ihr auch einfach am Abend vorher das Doppelte von dem Abendessen und könnt es euch am nächsten Tag einfach wieder aufwärmen. Sehr praktisch und alltagstauglich. Wenn ihr allerdings lieber süß zum Mittagessen esst, dann hätte es hier diese Dreamy Creamy Smoothie Bowl gegeben mit so einer tollen pinken Farbe und einem knackig-nussigen Topping. Auch heute habt ihr wieder die Möglichkeit zu snacken. Und zwar gibt es ja noch einige der gefüllten Walnuss-Schoko-Happen, die wir gestern vorbereitet haben. Das finde ich immer super praktisch, wenn man so an den Kühlschrank geht und irgendwie auf der Suche nach was Süßem ist, wenn man dann sowas dort findet. Ich liebe ja solche Energiebällchen oder auch solche Riegel. Und die eignen sich auch ideal für den Rucksack oder die Tasche zum Mitnehmen. Und innen drin wartet noch eine kleine knackige Überraschung, und zwar eine Walnuss. So, zum Abendessen stand dieser gebackene Aufstrich mit Brot zum Dippen auf dem Plan. Das ist auch eine ganz besondere Kreation, wie ich finde. Die haben wir damals mit einem Freund Probe gegessen und er mochte den auch super gerne. Deswegen kam er jetzt direkt mit in Pflanzlich Glücklich rein. Und zwar ist der auf Grundlage von einer cremigen Konsistenz und dann ein bisschen was zum Beißen bietet dann diese Zucchini-Zwiebel-Knoblauch-Pfanne. Da könnt ihr die Zucchini entweder in so ganz kleine Stücke schneiden oder auch gerne raspeln. Damit die im Ofen durch wird, ist es halt besser, die so ein bisschen klein zu schneiden. Da kommen außerdem Kichererbsen mit rein für den Proteingehalt oder auch gerne eine andere Hülsenfrucht. Das Ganze wird auch so leicht käsig durch Hefeflocken. Nicht zu verwechseln mit Haferflocken. Die geben nämlich so einen schönen käsigen Geschmack. Das Ganze wird noch mit Gewürzen abgerundet. Außerdem Zitronenschale liebe ich ja auch sehr in so herzhaften Gerichten, weil es das noch so ein bisschen frischer macht. Das gibt es dann auch morgen wieder zum Mittagessen. Ich freue mich auf morgen mit euch. Die Rezepte findet ihr in Pflanzlich Glücklich. Alles ist in der Infobox verlinkt. Das gibt es auch noch bis Sonntag für nur 10 Euro. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bye!